Servus, hier ist der Tim vom Gotthard-Spielfeld und jetzt ist endlich soweit. Wir fangen an mit unserer Auslosung für unser Dreimann-Fun-Cup-Event oder Turnier. Falls mir ein paar Fehler unterlaufen, sagt es mal nach bitte. Gestern Abend war unsere Fuck-Corona-Party und in dem Video ist es so einiges schiefgegangen. Oder schiefgegangen, ja, nennen wir es schiefgegangen, kann man ja das Kind beim Namen nennen. Auf jeden Fall, ich habe natürlich hier ganz professionell die Teamnamen in Ü-Eier drin, vielleicht kann die Regie mal ein Foto einblenden. Ich habe natürlich dann ganz selbstlos die ganzen Ü-Eier verputzt, deswegen ist mir jetzt ein bisschen schlecht. Aber für euch mache ich das natürlich gern. Jetzt kurz zum Ablauf. Ich werde jetzt immer abwechselnd die Ü-Eier ziehen. Das erste Ü-Ei geht in die Gruppe A und das zweite in Gruppe B, das dritte wieder in Gruppe A. Wir haben, ja, da ist schon der zweite Fehler, wir haben das Animieren immer aufgehört und haben statt 12 Teams jetzt 13 Teams. Aber kein Problem, kriegen wir alles hin. In Gruppe A werden wir dann 7 Teams haben, in Gruppe B werden wir 6 Teams haben. Und jetzt fangen wir auch mal um im Zirn. Sonst dauert das Ganze ja ewig, da hat ja keiner Bock drauf. So, das erste Team in Gruppe A, die Falcons Calm. Ja, bin ich schon gespannt, was die Jungs so reißen am Subway-Turnier, haben coole Leute. Ich bin echt neugierig, generell aufs komplette Turnier. Das erste Team in Gruppe B, Munich Ballern. So, machen wir mal weiter. Wieder Gruppe A. Hier haben wir Painting Bad als zweites Team in der Gruppe A. So, muss ich ein bisschen spurten, weil sonst ist ja das Ganze eine Fadenummer. Das wollen wir ja nicht. Das zweite Team in Gruppe B, die Happy Painters. Generell die Teams, das wird jetzt so ablaufen, ich ziehe jetzt Gruppe A und Gruppe B, das Ganze wird dann stattfinden am Samstag, diese Gruppenspiele und am Sonntag haben wir dann die Finals und da wartet am Ende vom Video noch was richtig Gutes für euch, aber dazu zu gegebener Zeit. Das dritte Team in Gruppe A, Hang Loose. Weiter geht's mit dem dritten Team für die Gruppe B. Da haben wir das Team Breaking Paint. Da war es ja auch sehr kreativ, ihr zwei. Einmal haben wir Breaking Paint und einmal Painting Bad. Also Respekt, Jungs. Habt's gut gemacht. Dann als viertes Team in Gruppe A das Team AMG. Falls ihr euch wundert, für was AMG steht, Amateure mit Geld. Das erste Wort kann ich auf alle Fälle bestätigen. Beim Rest bin ich mir nicht so sicher. Aber auf jeden Fall coole Jungs. Bin gespannt, was die auf dem Subway-Feld so drauf haben. Dann als viertes Team in Gruppe B das Team Munich Mayhem. Und weiter geht's mit dem fünften Team für die Gruppe A. Wen haben wir hier? Das Team EU. Ja, da hat der Uwe hat auch richtig Bock gehabt auf den Teamnamen. Also Uwe, bis zum nächsten Turnier suchst du mal einen vernünftigen Namen aus, bitte. Das fünfte Team für die Gruppe B haben wir die Bacardi Killers. Das ist eigentlich auch ein cooler Name. So, jetzt haben wir noch drei Teams haben wir noch im Pott. Wen haben wir jetzt halt hier als sechstes Team? Das Team Munich Mayhem 2. Das passt mir sowieso ganz gut, dass die jetzt in Gruppe A sind und das andere Team Munich Mayhem 1 in Gruppe B, weil sonst hätte ich die eh tauschen müssen. Das hat ja schon mal super funktioniert. So, als letztes Team in der Gruppe B haben wir das Team Night Skulls. Und der aufmerksame Zuschauer, der weiß natürlich, welches jetzt das siebte Team ist. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, deswegen muss ich jetzt da mal aufmachen. So, das letzte Team, ja gut, da hätte ich draufkommen können, in der Gruppe A ist das Team Milf Hunter. So. Die Gruppen haben wir ausgelost. Ich freue mich schon richtig auf euch und jetzt zum versprochenen Fail. Ihr merkt schon, hier ist ein bisschen was schiefgegangen, aber das ist ja okay. Wie ihr uns natürlich kennt und vor allem mir, haben wir keine Kosten und Mühen für euch gescheut und haben natürlich auch brutale Pokale bestellt. Und die zeige ich euch natürlich, die waren die ganze Zeit schon hier am Tisch. Wahrscheinlich ist es euch nicht aufgefallen, das ist, weil die Pokale, da verspreche ich mich schon, einfach so brutal wertig sind. Also hier. Für den ersten Platz, für den zweiten Platz und für den dritten Platz. Vielleicht kann die Regie da mal hinzoomen oder ein Foto einblenden, weil
Wahrscheinlich sieht man es von da hinten nicht. Der steht übrigens Chips. Das ist ja ein super Video geworden, aber das passt schon. Ja, also sowas kommt raus auf alle Fälle, wenn man für euch um 4 Uhr nachts meint, man hat brutale Pokale bestellt und dann kommt sowas auch. Aber kein Stress, kriegen wir alles hin. Und wer für den Pokal nicht sich voll in die Waagschale haut, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Bis dann, euer Tim vom Gottschalk-Spielfeld.